Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Slime Rancher. Nachdem wir das letzte Mal die ganze Folge lang gefarmt haben, werden wir heute wahrscheinlich genau das gleiche tun, da wir auf 90.000 kommen müssen, um uns das nächste Upgrade kaufen zu können. Genau. Ich nehme diese Folge gerade mitten in der Nacht auf, weil ich zu verpeilt war, sie am Tag aufzunehmen und es komplett vergessen hat. Und ja, naja. So wird man halt bestraft dann. Egal. Das haut schon hin. So, genau. Mein Ziel ist es, die Folge vielleicht die 90k zu machen. Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Und ich würde auch sogar sagen, dass wir direkt mal in-game pennen gehen, weil... ja, es einfach mehr bringt. Würde ich sagen. Okay. Es bringt mehr Geld ein. So. Blaues Warp-Depot. Yo. Das ist nice. So, gucken wir mal. Ich hab dir gebracht, Arno 10. Naja. Graues Warp-Depot. Was fängt denn... ich werde hier gerade... Ich nehme hier mitten in der Nacht eine Folge auf und ich krieg gerade voll die vielen Items. Was soll denn das? Darauf war ich nicht vorbereitet. Aber das ist gut. Warp-Depots sind richtig gut. Davon können wir gut ein paar mehr haben. Naja. So, nehmen wir uns mal wieder alles mit. Das Übliche halt, ne? Alles leer machen. So viel Geld verdienen wie möglich. Also, letzte Folge haben wir geschafft, über 45k zu sammeln. Also denke ich schon, dass wir das diese Folge schaffen sollten. Auch wenn die Preise gerade eigentlich hauptsächlich im Minus sind. Aber die Explosionsslimes sind wieder ein bisschen gestiegen. Das ist schon mal etwas. So. So, dann gehen wir wieder unseren schönen Weg. Und holen uns alles ab, was auch nur möglich ist. Wupp. Schau mal, ihr droppt ja gerade ordentlich. Oh, haben wir wieder eingesammelt, den Lümmel. Ist aber egal. Können wir ruhig machen. So, oh. Oh, ihr habt gar nichts gedroppt. Was eine Pleite. Naja. Und ihr... ja, das denke ich geht. Gab schon bessere Tage. Aber das geht definitiv klar. Und sie haben gerade noch was gedroppt. So, dann nehmen wir uns den noch mit. Ich saug hier heute gerade alles Slimes ein. Was soll denn das? Das wollte ich nicht. Ich möchte nicht, dass sie wieder verloren gehen oder so. War schon schlimm genug, als das einmal passiert ist. Das Wasser-Slime-Massaker. So. Da wir sonst nicht mehr transportieren können, würde ich jetzt erstmal den Fitzplot hier reinmachen in unser schönes Warp-Depot. Das ist echt, also, es gibt fast nichts Nützlicheres, was man im Labor herstellen kann als diese Teile. Dafür müssen wir auf jeden Fall noch mehr machen. Da bin ich ja mal sowas von für. So. Dann holen wir uns die noch. Oh, ist auch schon alles voll. Wie schnell das immer alles wächst. Ich gehe einmal schlafen und das ist alles voll. Stell mal vor, Pflanzen würden denn echt so funktionieren. Hätte ich schon längst so einen Johannisbeerenbusch oder so. So. Wieder ordentlich aufgefüllt. Okay, mehr haben die nicht. Aber die haben hier noch mal ein bisschen was hinterlassen. Dann würde ich... und noch mal... sage mal. Würde ich das noch an die anderen verfüttern und damit wieder nach Hause, so zur Ranch gehen und das wieder verkaufen. Und das machen wir heute die ganze Folge wieder so. Also ja, wieder mal eine Farming-Folge. Aber hey. So läuft das zurzeit halt einfach, ne? Wüsste ich jetzt nicht, wie wir daran vorbeikommen. So. Nehmen wir uns auch den mit. Ist tatsächlich mal wieder Zeit, dass... ach nee, warte, das ist der Feuerslime. Der Explosionsslime ist gar nicht viel wert. Ups. Ich sag schon. Boah, der ist ja wieder schön viel wert. Und ich freue mich hier schon total drüber. Ja, von wegen. Nämlich gar nichts.
Naja. Ist ja auch egal. So, wir uns den noch raus. Eine guten 41 Plot. Genau. Perfekt. Na, dann wird's alle Slimes noch aus der Ecke und dann, ja, gucken wir mal. Ich wollte ja auch eigentlich nochmal eine Pumpe oder einen Bohrer bauen, ne? Das könnte man vielleicht auch noch in Erwägung ziehen, Leute. Na, mal sehen. Ist mal das Geld machen wichtig. Waren die radioaktiven Slimes leer, was Essen angeht? So. Nehmen wir uns noch die da hinten. Aber nicht die Hühner. Ich meine nicht die Hühner. Ja, tatsächlich. Die essen aber auch viel, die Jungs, ne? Kann das sein? Naja, kein Problem. Ist ja okay. Die hingegen essen gar nicht mal so viel, obwohl die ja groß sind. Na, machen wir noch die letzten 10 bei denen rein. Oder machen halt gar keinen rein, weil die alle daneben fallen. Ich bin auch schon wieder Treffkunst in dieser Nacht. So. Dann gucke ich mal. Die guten alten Phasenzitronen. Ich hätte jetzt auch Lust auf eine Zitrone, bin ich ehrlich. So eine saftige Zitrone. Das wäre jetzt was. Na komm. Okay. Mensch, die waren doch sonst immer voll. Was ist daraus nur geworden? Weil ich am Anfang immer noch versucht habe, die einzusaugen und wieder ins Gehege reinzumachen. Jetzt inzwischen, 20 Folgen später, rennen die hier überall einfach nur rum. Ich meine, kein Wunder, ne? Es ist auch einfach zu schwer, sich um die so zu kümmern. Oh, die spielen wieder mit ihren Entchen. Ah, die Zitrone sieht nicht mehr so gut aus. Naja. Was soll man machen? Mehr, besser als das kann ich mich nicht um die kümmern. Wie gesagt, ich bin echt froh, dass es aber kein nicht so chaotisch wird, indem halt andere Slimes halt dort wären, die kombinierbar sind. Sind sie ja Gott sei Dank nicht. Das ist ganz gut. So. Kaufen wir den Rest. Das dauert ein bisschen wieder. Das sind wir ja gewohnt. Oh, die bringen ja nur noch so wenig, die Wasserslimes. Oh Gott. Das ist ja traurig. Okay, wir haben gleich die 70k. Das heißt nur noch 20k. Das dürfen wir hinbekommen. Weil wir sind noch nicht mal von der Hälfte der Folge so. Oh, Lag. Sorry. War nicht gewollt. So. Dann werdet ihr noch gefüttert. Eine ist daneben geflogen, aber ich denke, das stört hier keinen, oder? Will sich hier jemand beschweren, dann jetzt Beschwerde einreichen. Gut, dachte ich mir. Soll ich nochmal eine kleine Runde machen? Und dann gehe ich, glaube ich, direkt wieder pennen, damit wir schneller Geld machen können. Ja, ja. Profi, ne? Geschäftsprofi. Auch wenn das Neue gar nicht wirklich uns viel bringt, muss ich sagen. Weil damit können wir halt den goldenen Slime abschießen. Wie oft sehen wir einen? Alle 4 Folgen? Keine Ahnung. Und klar, so... Ja, bringt halt ein bisschen Geld, aber... Bei mir ist es immer hauptsächlich so, damit ich halt hoffe, dass irgendwann demnächst nochmal so irgendwas Schlösserknacken kommt. Steht ihr? Und darauf will ich halt eher tendieren. Aber naja, ich krieg das schon hin. Sonst muss man das wirklich irgendwann mal off-cam machen, wenn das halt nicht kommt. Was aber schade wäre, weil ich das eigentlich schon als Let's Play machen möchte, wo man alles gesehen hat, was ich auch wirklich getan habe. Deswegen ist das immer so ein bisschen,
Ich weiß nicht, wie ihr dazu so steht, aber ich mag das ein bisschen mehr, wenn man sieht, wie alles gemacht wurde. Naja, geht schon klar. Und die 70.000. Ja, dürfen wir heute safe einnehmen. Nochmal hier die rausholen und dann würde ich direkt pennen gehen. Wohl könnte knapp werden. Dass wir das heute noch schaffen. Jetzt müssen wir halt nochmal 20k, ne? Jetzt ist genau Hälfte. Also, mal sehen. Ich gehe jetzt direkt pennen. So. Bis morgen schlafen. Direkt anfangen zu füttern. So ein bisschen Speedrun, wisst ihr? Schade, dass es nicht irgendwie sowas wie Sauggeschwindigkeit auch zum Upgraden gibt. Das wäre ganz cool. Ich glaube, das kommt nicht, sowas. So. Hier noch was gedroppt? Nö. Natürlich nicht. Ja, aber ein bisschen was, das ist ja schön. Hallo, junger Mann. Ab rein wieder hier. Brrr. Richtig so. Mit euren süßen Geräuschen immer. So. Es ist aber auch mit der Ausdauer so, dass sie inzwischen eigentlich schon ziemlich gut ist. Und wenn ich mal überlege, dass wir am Anfang nur 50 davon hatten, da war man halt direkt nach 1 mm Sprinten direkt komplett fertig. Das ist halt schon extrem krass. Also ja, bin schon froh, dass es die Upgrades gibt. Sonst müssten wir sehr, sehr leiden. Und ich weiß nicht, hatte man am Anfang 50 oder 100 Leben? Sonst wären wir schon ein paar Mal draufgegangen jetzt, wenn man nur 50 hätte. Weil ich weiß, letzte Folge haben wir 50 Leben verloren. Was kein Problem ist, weil wir 350 Leben haben, aber trotzdem. Stell ich das mal vor. Wird's dabei belassen, dass wir dieses Let's Play nicht sterben? Und ja, wie gesagt, wir sind einmal K.O. gegangen, weil das war mit Absicht, weil wir waren verbuggt. Das war nicht irgendwie, weil wir irgendwo runtergefallen sind. Das war komplett mit Absicht. Das sehe ich nicht. So, das könnte uns schon die 80k voll machen, oder? Das, was wir jetzt alles mit haben. Ich denke, das klappt in der Folge auf jeden Fall noch mit den 90k. Gucken wir einfach mal, ne? Ja, dürfte hinhauen. Ja. Schön. Ja, 10k kriegen wir auch noch zusammen. Brauchen sogar nur noch 9k. Oder technisch gesehen nur noch 8. Wenn man es ein bisschen aufrundet. Das dürfen wir jetzt bekommen. Schön. Die haben es auch fast voll gemacht. Ich sag mal von hier hinten. Die sind doch schon etwas gefährlicher, wie wir letzte Folge bemerkt haben. Die nie wirklich ernst genommen und jetzt haben sie sich wirklich mal gewehrt gegen mich und uff, die haben was drauf, die Jungs, okay. Da schätzt die bitte nicht. Ich würde, glaube ich, auch nochmal nächste Folge irgendwelche Slimes kombinieren. Da habe ich irgendwie schon wieder Lust drauf. So, gucken wir mal. Ein bisschen was mitnehmen, was das angeht. Ein bisschen füttern. Bauen ja immer nicht so viel. Und da sind tatsächlich 100 drin. Ey, die droppen aber echt noch. Also ich betone, liegt auf noch.
gut. Ja, das muss nicht so bleiben. Wir kennen Slimes. Aber die 90k sollten jetzt sicher sein. Ab dem Zeitpunkt mache ich mir gar keine Gedanken mehr darüber, dass wir das jetzt nicht schaffen. Und wir sind erst beim Dreiviertel des Videos, also alles genüsslich. Ich habe heute übrigens mal das nach langer Zeit mal wieder irgendwelche Spiele gespielt. Und ich denke, da werden demnächst auch mal ein paar Videos zukommen. Zu ein paar alten Spielen, die ich damals da gespielt habe. Vielleicht sogar mit Mauli und so. Also, ja. Bleibt gespannt. Das wäre auf jeden Fall cool. So. Ja, ich allein schon mit der Menge dürfen wir uns. Obwohl nicht. Schaffen wir damit schon die 90 mit denen? Nee. Glaube noch nicht, nee. Ganz knapp nicht. Aber hiermit sollte es jetzt genug sein. Oh, oh, und 90.000! Schönes Ding. Okay, seid ihr bereit? Und das Labor-Upgrade. Das ist auch was Neues. Und los! Sehr schön. Als nächstes holt man sich Nachtlichtchroma, hübsch lautes Chroma und Bauplan für Titanbohrer. Aber da ist immer noch nicht das dabei, was ich eigentlich haben möchte. Hm. Na ja, gucken wir uns mal, was sich an der Ranch geändert. Oh. Na, das sieht doch schon viel besser aus jetzt. Können wir die jetzt auch richtig farblich anpassen noch? Wir haben jetzt halt ein Dach, ne? Also so ein ähnliches wie ein Dach. Dann das Teil hier. Was ist das? Oder hoch? Dann haben wir hier... Oha, was ist das denn? Das ist ja krass. Hab ich noch nie gesehen. Das ist einfach so ein Funk. So ein Funkmast, so ein riesiger. Ja, krass. Und da drüben. Ja, geil. Ich würde schon sagen, dass sich das gelohnt hat. Es sieht halt optisch schon ein bisschen besser aus jetzt. Können wir drauf langlaufen? Tatsächlich. Bisschen Parcours machen. Ja, das ist doch ganz cool. So. Oh Gott, bisschen gefährlich. Aber sonst, itemmäßig hat das jetzt nichts gebracht, oder? Nein, okay. Naja. Ist ja auch egal dann. Aber oh, ich würde schon sagen, dass es okay, das Upgrade war. Frage ist nur, wie macht man das jetzt mit den goldenen Slimes? Muss man die jetzt mit Wasser abschießen und dann bekommt man das, oder? Weiß ich gar nicht, wie das Item jetzt funktioniert, was wir da bekommen haben, also die Fähigkeit. Hm, muss mal gucken, ob man das irgendwie nachlesen kann oder so. Wie man das anwendet. Vielleicht muss man es auch erst ausrüsten, aber ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Hier. Und dürfte hier sein, oder? Ja. Ein spezielles Backpack-Upgrade, das auf die Schwachpunkte der Goldslimes ausgerichtet ist. In Klammern vielleicht ihr geheimer Bauchnabel? Was? Und die Anzahl der produzierten Goldplots verdreifacht, wenn man sie trifft. Oh, das ist aber tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Verdreifacht, das sind halt jetzt bei den Preisen hier 900. Aber naja, also eigentlich... Dafür, wie viel wir dafür bezahlt haben, hat sich eigentlich nicht gelohnt. Dauert ein bisschen, bis wir das wieder draus haben, ne? Also, naja. Ich war noch nie wirklich hier oben. Ich wollte gerade sagen, hä, was? Was ist hier denn noch? Aber ist ja zum, der Eingang zum Labor. Also, ja. Naja, ich würde schon sagen, wir haben heute ein bisschen Prozess gemacht. Auch wenn es ein bisschen, naja, zur Zeit ein bisschen langsamer vorangeht. Aber hey, das geht schon klar, denke ich. Wollen wir uns hiervon noch so einen holen? Ich würde, glaube ich, nochmal so einen holen. Nur was für einen? Wofür sind die? Quantenslimes. Jägerslimes, Kristallkugel war für... Okay, lass mal den hier holen.
Dann bringen wir den Quantenslimes noch ein Spielzeug. Ist doch auch cool. Jungs, ich habe was Tolles für euch. Ihr wollt das bestimmt haben, oder? Wenn nicht, bin ich enttäuscht. Tada! Habt Spaß damit. Mit dem Rubik's Cube. Naja, ich denke, das soll es auch wieder gewesen sein mit dieser Folge, die ich mitten in der Nacht aufnehme. Ich gehe jetzt erstmal schön pennen. Ja, genau. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Auch wenn es wieder ein bisschen farbig nur war. Aber ich denke, das geht klar. Dann habt noch einen schönen Tag. Lasst eine Bewertung da. Und bis bald. Ciao!